Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute geht es um die Schulter und zwar, wie du deine Beweglichkeit aktiv ausbauen kannst. Und das nennt man dann Mobility Training. Ich bin der Raphael aus der Cross Home BB, also lass uns einfach mal reinstarten. Die Übung, welche ich dir gleich zeige, kannst du mit einem Stab durchführen, einem Tube, was so eine Schlinge ist, oder auch ein Tube mit so Griffen oder einem Theraband. Je nachdem, was du zu Hause hast oder was du dir besorgen möchtest, das geht immer. Gleichzeitig kannst du natürlich auch ein Handtuch nehmen für die Schnelle oder einfach einen Besenstiel. Das haben auch schon viele gemacht. Okay, die erste Übung, die ich dir zeigen möchte, nennt sich Dislocation. Hierfür schnappst du den Stab und fängst einfach mal ganz außen an. Wichtig, lass deine Ellenbogen gestreckt. Und nun versuchst du nur deinen Stab bis ganz nach hinten in die Hüfte zu bringen. Wieder ganz nach vorne. Achte darauf, dass du deine Arme komplett gestreckt hältst. Dadurch muss die Schulter schön arbeiten und wenn es dann geht, rutsch einfach mit den Händen etwas weiter in die Mitte und es wird immer intensiver für die Beweglichkeit. Versuch vor allem festzuhalten mit der Hand. Oftmals, wenn die Beweglichkeit noch nicht so gut ist, passiert es, dass man hier loslässt und dann öffnet. Wenn es natürlich nicht anders geht, lass los. Wenn du aber kannst, versuch zuzupacken, weil dadurch muss dein Arm noch mehr aufdrehen und die Beweglichkeit wird immer besser. Das ist die Dislocation. Eine weitere Form ist die Inlocation. Hierfür schnappst du deinen Stab hinter die Hüfte, fest nun von hinten, sodass deine Handfläche nach vorne zeigt und bringst nun die Arme hoch über den Kopf, streckst sie und drehst hier nach innen ein. Also gerade die andere Version bzw. Richtung. Es kann ja auch sein, dass du das nicht so weit runter bekommst, je nachdem, wie die Beweglichkeit in deiner Schulter ist. Nach hinten wieder öffnen und nach vorne. Sehr einfach und trotzdem sehr effektiv. Eine sehr gute Übung, gerade im Warm-up, um die Schulter ein bisschen beweglich zu machen, um die Beweglichkeit auszubauen mit der Zeit. Und das ist mit dem Stab. Der Stab ist sehr starr. Du kannst hier nichts verändern, außer du brichst ihn. Anders ist es mit dem Tube. Egal, was für ein Tube du hast, es funktioniert mit beiden gleich. Ich zeige dir einmal mit diesem Band. Und zwar, ich überkreuze es gerne einmal. Dadurch hat es ein bisschen mehr Spannung. Die Hände gehen rein, der Daumen schaut raus. Und nun drehst du es, dass der Daumen nach unten kommt, die Handfläche nach außen zeigt. Arme sind ganz gestreckt, kannst hier festhalten oder Finger offen lassen. Nun ziehst du es nach hinten und ab zur Hüfte. Nun hast du ja nicht die maximale Außenrotation wie mit dem Stab, weil deine Hand sich automatisch dreht. Was aber hier passiert ist, du kannst mit etwas mehr Kraft arbeiten. Nehmen wir mal an, du kommst hier eigentlich nicht mehr weiter mit dem Stab. Dadurch jetzt aber das Tube hast, kannst du mit Kraft hier etwas öffnen und die Dislocation beenden. Genauso kannst du nun das Band nach außen aufziehen, es über den Kopf bringen und hier wieder ein bisschen zusammengehen lassen. Dadurch arbeitest du kraftvoller. Du brauchst mehr Power, um nach vorne bzw. nach hinten zu kommen. Und immer dann, wenn du Kraft benutzt, wenn du Kraft aufbaust in einer Bewegung, wird sie immer besser zugänglich. Bedeutet, du wirst da immer beweglicher. Und genau das ist ja Mobilität. Mobilität ist nicht Flexibilität. Flexibilität ist, wie weit kann ich meinen Arm nach hinten bringen, wenn ich ihn zum Beispiel gegen die Wand drücke. Mobilität bedeutet, wie weit kann ich meinen Arm nach hinten bringen, wenn ich das aus eigener Kraft tue. Deswegen ist Mobilisationstraining immer auch mit Kraft verbunden. Wenn du also Ausrollen auf deiner Black Roll als Mobility-Training ansehst, dann ist es nicht ganz korrekt. Denn es ist eigentlich eher ein Ausmassieren. Anderes Thema. Probier es mit dem Tube. Probier es, wenn es gut geht, vielleicht enger zu nehmen. Vielleicht nur auf einer Seite oder auf beiden Seiten. Und dann kannst du hier schön Kraft aufbauen und die Beweglichkeit dadurch weiter verbessern. Den letzten Feinschliff kannst du dir dann wieder mit dem Stab holen. Du schnappst dir also deinen Stab und ein kleines Gewicht. Bringst das Gewicht ganz in die Mitte
Und nun führst du genau die gleiche Bewegung durch wie vorhin. Also mit gestreckten Armen nach hinten und wieder nach vorne. Natürlich wird es jetzt ein bisschen schwerer, weil du da ein bisschen Gewicht dran hast. Also brauchst du auch wieder mehr Kraft. Mehr Kraft bedeutet mehr Sicherheit in der Bewegung. Mehr Sicherheit bedeutet schneller Gewinnung an Bewegungsausmaß. Denn nur wenn du dich sicher bewegst, kannst du auch schneller beweglich werden. Wenn du dich unsicher bewegst, dann wirst du nicht so schnell Beweglichkeitszuwächse bekommen, als wenn du dich sicher und kraftvoll bewegst. Das ist eine sehr, sehr einfache Übung, die Dislocation. Du kannst sie überall durchführen, gerade wenn du Schulterprobleme hast. Fang langsam an, aber mach es regelmäßig und du wirst spüren, wie sich deine Schulter öffnet. Und wenn du das mit dem Hängen, mit dem passiven Hängen, aktiven Hängen kombinierst, dann umso besser. Das ist die Dislocation. Einfach, schnell und trotzdem effektiv. Wenn du Fragen dazu hast oder dir unsicher bist, wie du starten sollst, dann freuen wir uns, wenn du uns einfach schreibst. Dann helfen wir dir sehr gerne weiter. Wenn dir das Video gefallen hat oder du darin einen Nutzen findest, dann gib uns doch gerne einen Daumen hoch. Das hilft uns sehr weiter. Und ansonsten, denk dran, beweg dich, weil du es kannst.